Hey Leute, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Mirsa mit der neuesten Ausgabe. Du sollst da nicht weggehen. Mit der neuesten Ausgabe Foot Squad Builder, wie immer auf meinem YouTube Channel. Ja. Okay, das war ein bisschen improvisiert gerade. Na gut, ich habe mir die Kommentare durchgelesen von euch, nicht nur hier in YouTube, sondern auch auf Twitch. Letzte Woche gab es ja einige von euch, oder sehr viele eigentlich, die gesagt haben, Mirsa, mach doch mal bitte ein 100k-Team oder 120k oder irgend sowas in der Art. Und ja, da hat es ja ganz gut gepasst, dass wir letzte Woche im Stream quasi gemeinsam ein 120k-Team aufgebaut haben. Und dieses 120k-Team möchte ich mir heute mit euch nochmal genau ansehen. Ich habe es danach noch genauer analysiert und die nötigen Chemistry-Styles draufgehauen und auch geschaut, was für Skill-Moves sie haben, also Skill-Werte, schwacher Fuß, Sterne, alles halt nochmal direkt analysiert und perfektioniert quasi, damit ich euch hier ein vernünftiges Team zeigen kann. Und ich kann euch sagen, das ist ein echtes, richtig geiles Skill-Team. Ja, also wir haben sehr viele Skiller am Start und eine gute und kompakte Defensive auch hinten. Und es ist wieder ein Hybrid-Team und wieder ist es mit Italien am Start. Ich habe auch öfters schon gelesen, Mirsa, was ist mit dir und Italien? Immer Italien, ja. Bist du süchtig nach italienischen Spielern oder Italien oder was auch immer? Nein, Leute. Ich nehme gerne ein Stück Italien raus, weil die einfach super starke Verteidiger haben. Ja? Und meistens ist dann halt auch die Verteidigung hinten etwas italienisch. Und so auch heute. Wir gehen halt direkt hier ins Team. Ich habe hier schon in dem Fall jetzt alles schon aufgebaut. Ihr seht, das ist das Team. Ist insgesamt um die 120k wert. Und es ist quasi ein italienisch und englisches Hybrid. Ja, wir sehen hier eine komplette italienische Abwehr. Und dann geht es hier halt noch weiter mit einem italienischen Spieler. Also mit einem Spieler aus Italien. Und dann wird es englisch. Ja, dann wird es richtig englisch. Und man sieht direkt auf den ersten Blick hier Manolas und Perez. Das Eck, das kennen wir ja schon. Mit Joe Hart, ja, Joe Hart für mich einer der besten Torhüter, wenn nicht sogar der beste im Spiel, für mich persönlich, nicht von den Werten her, sondern wie er sich einfach spielt, wie viel er hält und so. Auf der linken Seite haben wir Koulibaly, das Biest von Neapel, ja, und Alexandro und dann mit Alan oder Alan, ich weiß nicht, wie man den ausspricht, den Namen, ich sag's gleich dazu, das ist quasi das nächste Dreieck hier aus Italien und dann geht's englisch weiter mit Firmino, Fernandinho und vorne dann, scheiße, Moment. Und vorne dann Martial, Remy und William. Dieser Sturm kann sich auch sehen lassen. Also das ist quasi so ein Mix. Ihr habt alles hier vorne, das sind alles 4-Sterne-Skiller. Ja, alles 4-Sterne-Skiller. Firmino ist ebenfalls ein 4-Sterne-Skiller. Und wir haben hier Fernandinho und Alan oder Alan. Hinten zwei Brecher, zwei gute, laufstarke Spieler, ja, die defensiv alles zusammenhalten und dann auch eine tolle Defensive. Also man muss sagen, Koulibaly ist ein echtes Biest. Manolas wissen wir, dass er super stark ist. Und Perez und Alexandro sind top, top Außenverteidiger. Und dann Joe Hart im Tor, mein Liebling. Und das ist quasi von den Spielern her die Elf. Und ich habe nochmal mir genau das angesehen, was für Chemistry Styles wir auf diese Spieler draufhauen sollten. Und ich kann euch das jetzt hier einfach mal durchgeben. Und zwar, ich habe das wieder notiert, hier mir ein bisschen Zeit genommen. Und zwar, wir gehen hier mit Joe Hart. Ja, wir fangen mit Joe Hart an. Glove, wie immer. Der Torhüter, immer Glove. So, Manolas und Perez, beide Anchor. Ja, weil beide schon schnell genug sind. Also, wenn die Spieler schnell sind, ich kann euch ja als Beispiel hier mal nehmen. So, wir gehen hier, ich habe das hier offen. Ich mache mal Manolas auf. Ja, achtet mal bitte auf Manolas. Der hat unglaubliche 81 Antritt und 80 Sprintgeschwindigkeit. Ja, das ist unfassbar. Der ist 1,89 Meter groß. Hat 81 Antritt und 80 Sprintgeschwindigkeit als Innenverteidiger. Das ist beeindruckend. Das ist beeindruckend. Ja, er hat 82 Stärke, 86 Aggression und 86 Jumping. Das ist einfach nur beeindruckend, Leute. Für jemanden, der 5000 kostet oder so, da ist das einfach wirklich Wahnsinn. Und deswegen hauen wir ihm Anchor drauf. Und ich kann euch sagen, was dann passiert. Er hat 91 Antritt, 85 Sprintgeschwindigkeit und 92 Stärke. Wahnsinn, oder? Ich kann es nicht oft genug sagen, das Wort Wahnsinn. Und ja, dann beim Verteidigen natürlich auch Zweikämpfe 96, Grätschen 97, Abfangen 90, Marking, also Manndeckung 98, Kopfballstärke 90, beeindruckend. Ja, Jumping 96, der kann alles und kostet nur 4.000 oder 5.000. Und Perez ist genau das gleiche Spiel. Ja, wenn ich hier Perez nehme,
nur um euch das nochmal zu verdeutlichen, warum Anchor und nicht Shadow oder sowas, er hat 91 Antritt und 93 Sprintgeschwindigkeit. Ja, das ist schon mal Wahnsinn. 93 Ausdauer, aber nur 69 Stärke. Und deswegen gebe ich dem Anchor, dann hat er 99 Antritt und 98 Sprintgeschwindigkeit. Das heißt, es geht kaum schneller. Ja, nur noch 1 bei Sprintgeschwindigkeit geht schneller. Und er hat dann aber immer, hat dann 79 Stärke, ist gut für einen Außenverteidiger, und 80 Aggression und auch super Defensivwerte. Genau das, was man braucht. Auch ein tolles Dribbling hat er. 80 Ballkontrolle und 81 Dribbling. Also, das ist wirklich ein guter Spieler. Ich sag, wenn ich jetzt also Perez vergleiche und den normalen Florenzi, ziehe ich Perez auf jeden Fall vor. Der ist besser. Ja? Florenzi in Form ist natürlich deutlich besser, aber ein Perez in Form wäre übel. Dann würde ich es mir nochmal überlegen, vielleicht mir Perez zu holen. Also, richtig nice, der Typ. Also, das ist das hier. Und jetzt gehen wir weiter zu Koulibaly. Und Koulibaly bekommt in dem Fall Shadow in dem Fall. Ja, Shadow, weil, ich sage euch das hier, Moment, Koulibaly machen wir hier auf. Und er ist ein absolutes Biest mit 93 Stärke. Ja, 93 Stärke, er ist 1,95 Meter groß, ein Hühne. Ja, 93 Stärke und Aggression 86. Ja, und wenn ich dem jetzt hier einen Anchor draufklatschen würde, hat der 99 Stärke. Und wozu so viel Stärke? Okay, dann hat er 79 Antritt und 83 Sprintgeschwindigkeit. Aber wozu so viel Stärke? Er ist schon super gut und defensiv hat er auch gute Werte. Wenn ich ihm jetzt einen Shadow draufgebe, Leute, hat er 84 Antritt und 88 Sprintgeschwindigkeit. Er bleibt bei der 93 Stärke, hat aber enorm gesteigerte Defensivwerte. Ja, 98 Standing Tackle, 97 Sliding Tackle, also Grätschen, Abfangen 91, Kopfball 88, Manndeckung 98 für einen 82er Spieler, der 2000 kostet oder so. Das mehr braucht man. Wozu ein Boateng, wenn man mit einem richtigen Chemistry-Style so etwas da hinten auch haben kann, ja? Das ist ein Unterschied, ob 2000 oder 200.000 und man hat so einen guten Spieler hinten. Das ist beeindruckend, ja? Und Alexandro bekommt ebenfalls Anchor und da kann ich es euch auch nochmal verdeutlichen, ja? Er hat 84 Antritt und 90 Sprintgeschwindigkeit, ja, so, also schon super schnell und hat eine tolle Ausdauer mit 91. Wenn ich dem jetzt einen Anchor drauf gebe, hat er 94 Antritt, 95 Sprintgeschwindigkeit, aber eine Stärke von 81, weil ohne einen Chemistry Style hat er Stärke 71. Und das ist ein bisschen wenig für einen Außenverteidiger, ja, wenn man das mischen kann mit Chemistries. Und deswegen nochmal Anchor dazu, da hat er 81 Stärke und 80 Aggression und auch wieder tolle Defensivwerte. Und er ist einer der besten Außenverteidiger im Spiel, ja, von den Werten her. Beeindruckend, einfach nur beeindruckend. Und das ist die Viererkette hier, das heißt Anchor, Shadow, Anchor und Glove mit Joe Hart. Stabiler geht's kaum hinten, das kann ich euch sagen. Für wenig Geld, super stabile Abwehr. Deswegen nehme ich immer Italienisch, das ist wirklich beeindruckend, kostet nicht viel. Dann sagen wir Allen zu ihm, ja. Allen kommt dann als nächstes dran und er bekommt von mir, das war so, ja, war ich zwiegespalten, muss ich sagen. Ich habe mich dann für Anchor entschieden. Ich habe überlegt, Anchor oder Shadow, ich kann euch sagen, warum. Und zwar, er hat normale Werte, 79 Antritt und 76 Sprintgeschwindigkeit. Das ist jetzt nicht gerade überragend, ja. Er hat 94 Ausdauer, das ist richtig geil. Ja, 94 Ausdauer und hat eine hohe defensive Arbeitsrate. Hoch defensiv und mittel offensiv. Das ist super. Das ist wirklich super. Er ackert nach hinten sehr, sehr viel mit. Und ja, er hat gute Passwerte mit 82 Passen. Das ist jetzt die Frage gewesen, wie jetzt, Anchor oder Shadow? Und ich habe mich dann für Anchor entschieden, weil er halt Stärke 73 hat. Und bei Anchor hat er dann 83 Stärke und 92 Aggression und auch super Defensivwerte. 94 Standing Tackle, also Zweikampf, dann 90 Grätschen, 89 Abfangen und 86 Manndeckung in dem Fall. Ja. Und er hat 89 Antritt und 81 Sprintgeschwindigkeit. Ist solide für einen defensiven Mittelfeldspieler. Ist wirklich solide. Also 89 Antritt ist super. Mit Shadow hätte er natürlich 94 Antritt und 86 Sprintgeschwindigkeit, also noch schneller. Aber dafür hätte er nur 73 Stärke. Deswegen habe ich mich für Anchor entschieden. Ja, ihr könnt da nochmal überlegen, wenn ihr wollt. Aber ich würde trotzdem Anchor empfehlen. Es ist ein defensiver Spieler, der soll hinten ackern und nicht nach vorne gehen. Also würde ich eher Anchor oder Shadow nehmen. Ihr könnt Engine auch überlegen. Aber bei Engine kriegt er halt Dribbling noch dazu und Passen. Und er soll aber hinten ackern und nicht nach vorne so viel machen. Ja? Bringt das Passspiel nicht so viel. Es reicht sowieso aus. Wir wissen in FIFA 17, das Passspiel ist sowieso overpowered. Egal bei was für ein Spieler. Deswegen würde ich da Anchor empfehlen. Und bei Fernandinho auf der anderen Seite war das gleiche Spiel. Da habe ich mir auch gedacht, Anchor oder Shadow. Weil er hat 77 Antritt und 77 Sprintgeschwindigkeit. Auch eine Stärke von 73. Ja? Das gleiche Spiel. Und ich habe mich dann wieder
für Anchor entschieden, weil er dann 83 Stärke hat, 96 Aggression, 87 Antritt und 82 Sprintgeschwindigkeit und super solide Defensivwerte. Also das sind quasi zwei Defensivspieler, die hinten alles kompakt halten und super stehen. Ja, da würde ich bei beiden Anchor draufhauen, dann könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Bei Firmino, er ist der offensive Part, das heißt, ihr müsst ja unbedingt erst einmal die Positionskarten ihm draufhauen, damit er zu ZM wird oder ZOM, ich glaube ZOM sollte auch reichen, damit er ZOM wird und er dann hier quasi volle Chemie hat. Ja, dann haut ihr ihm das drauf und dann haut ihr einen Hunter nochmal drauf, auf das draufhauen, nochmal einen Hunter drauf. Und wenn er dann Hunter bekommt, ich kann euch da die Werte sagen, Firmino an sich hat 79 Antritt und 79 Sprintgeschwindigkeit und einen Abschluss von 82. Ja, er ist ein Offensivspieler. Deswegen haut ihm ein Hunter drauf. Ja, er hat schon tolle Ballkontrolle, gute Passwerte. Und bei Hunter hat er dann 92 Finishing und 89 Schusskraft. Ja, und Longshots 84 und Positionsspiel 96 und 94 Antritt, 89 Sprintgeschwindigkeit. Das ist sehr beeindruckend. Und ich würde da Hunter empfehlen. Ich empfehle gern ZOM-Spielern Hunter, damit sie nach vorne auch agieren und selbst abschließen können, auch aus der Ferne. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ihr könnt ihm natürlich auch, wenn ihr jetzt hier überlegt, Engine draufhauen. Ja, dann habt ihr aber keinen guten Abschluss, aber ihr habt halt bessere Passwerte und so. Aber würde ich eher nicht machen, ja, würde ich nicht machen. Ich würde es ja so lassen mit Hunter, er soll agieren nach vorne, er soll schnell sein, gut abschließen können, aus der Ferne, er ist ein Four-Star und hat hohe Arbeitsrate, ja, hoch, mittel hat er. Und das ist sehr beeindruckend, er kann aus der Ferne draufschießen und da würde ich auf jeden Fall Hunter lassen, ja. Das sind quasi diese Spieler hier und jetzt kommen wir nach vorne zu den drei Mega-Offensivspielern quasi. Und da haben wir Martial, Remy und Willian. Und Martial, ich probiere es immer so französisch. Martial, ja. Oder sagen wir Martial. Machen wir es uns nicht so schwer. Sagen wir Martial. Moment, ich muss hier mal schauen. Er bekommt den Hunter, ja. Weil hier habe ich auch überlegt, Hunter oder Hawk. Und bei Hunter ist es nun mal so, ich denke, dass bei Offensivspielern, bei Flügelspielern einfach ganz, ganz wichtig ist, dass der Abschluss auch passt. Ja? Die sollen abschlussstark sein. Und Martial hat dann 99 Antritt, 99 Sprintgeschwindigkeit, mehr geht nicht. Hat 92 Finishing, 94 Schusskraft und halt das Einzige, was er nicht so gut kann, ist dann Longshots mit 76. Ja, also, aber ist auch solide, würde ich sagen. 80 Stärke, 80 Ausdauer, sehr beeindruckend. Und wenn ihr sagt, ihr macht mehr Longshots und wollt aber weniger, ein bisschen weniger Speed haben und ein bisschen mehr Stärke dazu bekommen, dann könnt ihr ihm Hawk geben. Ja? Er ist dann trotzdem schnell genug, er hat dann ein bisschen weniger Abschluss, hat aber dann mehr Longshots mit 81 und auch Stärke bekommt er dazu mit 85. Das heißt, das könnt ihr auch machen. Also Hawk oder Hunter ist beides ähnlich. Ich denke mir dann, ich möchte noch mehr Finishing haben. Wenn ich vor dem Tor bin, will ich, dass der Ball reingeht. Deswegen haue ich ihm Hunter drauf. Aber ihr könnt auch Hawk machen. Da macht ihr nichts falsch, wenn ihr Hawk nehmt. Okay? So, dann gehen wir zu Willian auf die andere Seite. Und Willian hier, der gute Herr, der ist ebenfalls ein Four-Star, genauso wie Martial übrigens. Und er hat auch eine tolle Ausdauer mit 86, 92 Antritt, 86 Sprintgeschwindigkeit. So, ihm habe ich auch überlegt, was soll ich ihm geben? Hawk oder Hunter? Ich habe mich auch für Hunter entschieden. Ich sage euch warum. Er hat 75 Finishing. Ja, 75 Finishing. Das ist ganz, ganz wenig. Ja, und ihr wollt aber trotzdem gut abschließen können. Haut ihr mit Hunter drauf, hat er 85 Abschluss. Und 85 ist schon ganz gut. Und 81 Schusskraft und 85 Longshots. Also er kann bessere Longshots als Martial. Und ein tolles Dribbling, alles. 99 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit. Genau das, was man braucht. Also so würde ich es machen. Ihm ein Hunter draufgeben und nicht vergessen hier, Positionskarte auf RF oder RS in dem Fall. Ja, ihr seht, er hat hier nur RM. Und dann kommen wir zu Remy. Und das war für mich die größte Überraschung, weil das ist ein Spieler, wo ich nicht genau gewusst habe, was gebe ich dem eigentlich jetzt? Weil er hat, ich sage euch mal die Werte. Er hat 89 Antritt, 89 Sprintgeschwindigkeit. Passt. 83 Finishing. Ist okay. Ja. So. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger, weil er hat eine Ballkontrolle von 76 und Dribbling 73 und Stärke 75. So, ein Stürmer sollte zumindest eine Stärke von 80 oder so haben. Ja. Und ein bisschen besseren Abschluss. Und 76 Ballkontrolle und 73 Dribbling ist nicht so gut für einen Stürmer. Und da muss man natürlich was machen mit Chemistry Styles. Und jetzt habe ich überlegt, was mache ich da? Hau ich ihm einen Hunter drauf, ist er abschlussstark, hat aber immer noch einen scheiß Dribbling. Und 75 Stärke. Hau ich ihm einen Hawk drauf, hat er zwar 80 Stärke, aber immer noch das scheiß Dribbling, aber einen guten Abschluss. Und sehr schnell ist er, ja. So, was mache ich? Und dann
das ist das erste Mal, dass ich einem Spieler diesen Chemistry-Style gebe, nämlich den neutralsten Chemistry-Style, den es gibt, und zwar Basic, Leute. Basic. Und dann habe ich gesehen, es passt alles zusammen. Ich sag's euch, er hat dann 94 Antritt und 89 Sprintgeschwindigkeit, das heißt, er ist schnell für einen Stürmer. Er hat 88 Finishing, also Abschluss, und 83 Schusskraft, passt auch. Er hat kurzen Pass 80, was auch gut ist, ja, passen. Er hat eine Ballkontrolle von 81, das heißt nicht mehr 76, sondern 81, und Dribbling 78, auch viel besser. Und er hat eine Stärke von 80. Alles passt, indem man ihm Basic gibt. Also meiner Meinung nach ist Remy vom Chemistry-Style her das Vernünftigste, was man machen kann, ihm Basic zu geben, weil dann passt alles zusammen. Und er ist dann wirklich ein starker Stürmer. Und er hat auch 4 Sterne Skill-Moves, ja, also Dribbling, ja, Four-Star, 3-Star ist er, schwachen Fuß 3 Sterne, aber 4 Sterne hat er Dribbling, und das ist nice, das ist richtig nice. Und er ist 1,85 Meter groß, auch nicht schlecht. Und das ist quasi das 120k-Team, das kann sich echt sehen lassen, ohne Scheiß. Das ist ein richtig solides, ein defensiv super starkes Team. Ihr habt 2 gute und laufstarke defensive Mittelfeldspieler, ihr habt einen dribbelstarken und abschlussstarken offensiven Mittelfeldspieler, und ihr habt vorne 2 Flitzer auf den Flügeln und einen schnellen und abschlussstarken Stürmer. Alles passt zusammen. Und ich habe euch jetzt hier noch die Chemistry Styles gesagt, die sind ganz, ganz wichtig auch. Und was ich jetzt noch zusätzlich mache, ist, das ist halt die 4-3-2-1 Formation, ja. Ich empfehle euch danach, wenn ihr nicht Bock habt, also ihr könnt diese Formation auch spielen eigentlich, ja. Aber wenn ihr Bock habt, die Formationen zu ändern, würde ich das machen, also würde ich 4-2-3-1 spielen, breit, oder 4-3-3 offensiv. Das sind die beiden, ich sage das immer wieder, das sind die beiden besten Formationen für mich, und die klappen halt wirklich sehr gut. Ja, ihr könnt aber auch 4-3-2-1 lassen. Für diejenigen, die jetzt 4-3-2-1 spielen, ja, ich zeige euch mal die Anweisungen für diese Aufstellung. Die individuelle Taktik kann ich euch eigentlich auch zeigen. Also das kann ich auch machen. Ich zeige euch meine individuelle Taktik, die ich immer benutze hier. Und zwar 55 Antritt, 45 Sprintgeschwindigkeit. Ich gehe es jetzt nur mal schnell durch, ja. Ich habe in einem anderen Video genau erklärt, was die ganzen Werte bedeuten. Schaut es euch an. Ich zeige euch nur mal kurz, was die Taktik ist hier. 40 und Schussverhalten 35 in dem Fall. Und freie Wahl. Und Druckspiel würde ich bei euch hier 55, 65 und 45 machen. Ja, dann seid ihr sehr solide. Also das ist die individuelle Taktik, die ich hier verwenden würde. Und was genau das Ganze hier bedeutet, ja, und wie ich spiele und so, ist in einem anderen Video. Schaut es euch einfach an. Und ja, die Anweisungen wollte ich euch noch zeigen zu dieser Formation, zu 4-3-2-1. Das heißt, wenn ihr Bock habt, 4-3-2-1 zu spielen, würde ich so spielen. Und zwar hinten bleiben und energisches Abfangen, ja, damit die Viererkette kompakt steht und ihr immer wieder schnell am Flügelspieler dran seid. So, dann würde ich bei den beiden hier, damit die Kompaktheit da ist, ich würde hier hinten bleiben geben. Beiden Spielern hier hinten bleiben, sonst gar nichts. Und diesem Spieler würde ich gar nichts geben, ja, gar nichts. Einfach so lassen, wie es ist. Nicht nach vorne halten, gar nichts. Beide hinten bleiben, damit da solide Kompaktheit ist, und Firmino kann nach vorne mitarbeiten, ja. Und vorne, das ist immer so eine Sache. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, denke ich, wie man das machen möchte. Ich würde auf jeden Fall hier nach außen ziehen geben, ja, Abwehr überlaufen und Abwehrkette unter Druck setzen. So, das würde ich machen. Und hier nur Abwehr überlaufen, ja, oder zentral orientieren würde ich sogar noch machen hier, und Abwehrkette unter Druck setzen. Das ist so, wie ich es machen würde. Wenn ihr noch defensiver, noch kompakter agieren wollt, dann könnt ihr das hier noch machen. Ihr könnt hier statt Abwehr überlaufen, macht ihr falsche 9, ja. Dann kommen nämlich eure beiden Flügelspieler nach hinten und bieten sich an. Und ihr könnt doppelt besser spielen und sie gezielt schicken und dann die Abwehr überlaufen lassen. Aber gezielt, ja. Ihr gebt den Impuls quasi. Und das ist quasi, wenn ihr noch defensiver agieren wollt. Wenn ihr aber schneller kontern wollt, mehr Ballbesitzlastig ist das, ja. Wenn ihr kontern wollt, dann macht ihr Abwehr überlaufen. Wenn ihr Ballbesitz spielen wollt, dann falsche 9. Hat wirklich gut funktioniert bisher. So. Also, das ist nochmal die Anweisung zur 4-3-2-1-Formation. Habe ich schon vor langer Zeit mal gemacht, aber hier nochmal zusätzlich, damit ihr es auch wisst. So, ja, ihr seht, super Mannschaft, kostet nicht viel, lässt sich super spielen, und probiert es aus und schreibt mir, wie es funktioniert hat. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte wieder einen Daumen hoch da, abonniert meinen Channel, wenn ihr Bock auf mehr FIFA 17 Videos habt, und schreibt halt wie immer ins Kommentarfeld, welche Mannschaft ihr als nächstes sehen wollt, also welches Teambuilding quasi, welches Squadbuilder, und ich werde mir das natürlich ansehen und dann machen. Ihr wisst ja,
Ich beantworte gerne eure Fragen, ich gehe gerne auf eure Fragen ein und das ist das, wovon ich eigentlich hier versuche zu leben, euch weiterzuhelfen, ja, und besser zu werden. Und wenn ich dann solche Kommentare lese von euch, dass es euch hilft, dass ihr besser werdet, das ist einfach das geilste Gefühl überhaupt für mich, ja. Ihr seid die Besten. Danke dafür. Ja, das war's für heute und wir sehen uns bei der nächsten Ausgabe. Tschüss. Bis dann.